Willkommen zurück bei War Hospital. Hallo. Das freut mich. Also, 8 Stunden sind gerade unsere Engineers dabei zu forschen. Ich muss mal den Ton ein bisschen leiser machen. Das mit dem Regen ist schon auch laut, ne? Wir gucken mal ganz kurz. Wir haben offensichtlich hier alles im Griff. Aktuell haben wir 0 Verbandsmaterial mehr und haben auch hier nichts mehr zu tun. Das ist doch gut. Checken wir nochmal das Personal. Das Ingenieurwesen haben wir aufgestockt in der letzten Folge. Finde ich gut. Hier können wir ein bisschen was bauen mit Alkohol. Das haben wir bestellt und die kommen automatisch an. Läuft alles. Und 2 Dinge werden gedingst. Na, ihr wisst schon, erforscht. So, sie ist erschöpft. Hier haben wir ein bisschen verpatzt. Was möchte sie? Möchte hier arbeiten? Feldlazarett. Das ist okay, dann machen wir das doch so. Dann kriegt sie dann 3 Moral in 23 Stunden. Moral ist wirklich nicht unser Problem. Ingenieure hatten wir soweit. Kundschafter, ich meine hier die Dienste sind auch alle super. Feldlazarett, dann machen wir mal, komm, hauen wir mal rein. Ich habe es nicht hinbekommen, rauszufinden, wie das mit den... Mach mal Pause. Wie das mit den Lastern funktioniert. Aber ich weiß immerhin, dass sie hier angezeigt werden jetzt. Laster untätig. Man kann nichts anklicken und nichts. Ich kann es einfach auch nicht hinschicken. Vielleicht müssen wir noch Depots freischalten. Kann sein. Kann sein, dass diese Mission der Kundschaft hier... Genau, dass diese hier das entsprechende Ding ist, worum es geht. Also, dass das hier ein Depot freischaltet. Ja, so ist das. So ist das. Jetzt ruhen sich alle aus. Die hier sind fertig und die sind quasi auch gerade dabei, sich auszuruhen. Wir haben nicht genug Material. Was ist passiert? Mit dem Reha-Betrieb ist auch alles ganz normal quasi. So, hier haben wir Energie, brauchen wir gerade nicht. Verringerte Kosten finde ich gut. Ja, komm, verringerte Kosten, warum auch nicht. Dann können wir, glaube ich, den einen noch ein bisschen schneller operieren, den wir da haben. Wir geben ein bisschen Gas. Genau. Ich sollte meiner Familie schreiben, dass alles in Ordnung ist. Ja, das sollten sie tun. Brielle. Frau Zimmer. Ja, okay. Ja, wir lassen gerade einfach nur ein bisschen Zeit runterlaufen. Und kümmern uns quasi so ein bisschen um, naja, ne, sowas halt, so Kleinigkeiten. Es wird ja noch vor Ende des Tages einen neuen Angriff geben, was bedeutet, es gibt natürlich entsprechend neue Probleme. Guck mal hier, Energie geht runter, Risiko geht runter, hervorragend. Und wir hatten schon entsprechende Sachen geordert, die kommen um 8 Uhr. Das ist gut. Dann kriegen wir Alkohol, Verbandsmaterial. Das finde ich gut. Hast nicht viel. Da kommen wir aber auch schon. Um 12 Uhr kommen die ersten. Quatsch, hier. Um 10 Uhr kommen die ersten Verletzten. Aber gut. Die kämen ja so oder so von daher. Sir, Operation was successful. Genau. Sir, Nurse has reached the rehab. Erstmal gucken. Nee, die nicht, die nicht. Warte mal, bei den Sanitätsteams könnten wir natürlich mal überlegen, die hier schon mal sich ausruhen zu lassen. Brauchen wir gar nicht. Die haben lange Zeit nichts getan. So, wir machen das mal so. Genau, die können arbeiten, die können arbeiten und die können arbeiten. Dann können wir die nämlich gleich noch dazu nehmen. Die müssen sich auch ausruhen. Die sind auch soweit fertig. Bei den Ingenieuren ist so. Können wir irgendwen... Also für den ziehen wir mal weg. Dann ziehen wir den mal da rein. 534, machen wir es mal so. Obwohl, wie wäre es, wenn wir das so machen? Dann sind wir auch bei knappen 4 Stunden. Dann lassen wir es mal so. Wir müssen das jetzt hier nicht unbedingt gerade vor... forcieren. Machen wir es mal so. Sir, Medics are on the way. Naja, naja. Naja. So ein Ressourcenmanagement ist ja auch eine angenehme Sache, ne? So, hier ist Amel Dix. Dix ist müde.
Der macht gerade Tabletten, benötigt weniger Ressourcen für die Herstellung von Medizinmaterial. Aha, eieiei, errichtet Gebäude etwas schneller, arbeitet erheblich effizienter in Gesellschaft. Andere Mitarbeiter werden durch die Zusammenarbeit langsamer müde. Müde ist nicht das Problem, glaube ich. Machen wir ihn effizienter. Jetzt ist auch schon einer müde. Da ist er auch schon. Er ist müde und erschöpft. Ja, komm, ruh dich mal aus. Und du dich vielleicht auch. Ja, gar nicht so eine schlechte Sache, ne? Da sind ein paar auch im... nicht tauglich. Ah ja, der kann eigentlich nur dahin gegeben werden. Achso, wegen der OP, wegen der... Hier, das war die... nicht kampftauglich, weil ihm jetzt vielleicht ein Bein fehlt. Vielleicht haben wir ihm auch die Nase... amputiert. Ich weiß es nicht so genau. Guck mal, da haben wir schon wieder zwei. Wo kommt ihr denn jetzt her? Hm? Wo kommt ihr denn jetzt her? Ja, es sah so schön aus. Schlumpfhausen. Bitte sehr. Moment. Der wird operiert und der hier hatte 8. Stabil. So, zack, den amputieren wir auch. Sir, Medics are on the way. Wobei, nee, ist auch Quatsch. Ach, oh. Okay. Da kam jetzt gerade der Zug. Das war, naja, gut, da wird jetzt einer amputiert. Was soll's. Sir, Medics reach the casualty clearing station. Irgendwas ist ja immer. So, hier, Risiko geht runter, hervorragend. Schade auch. Es tut mir jetzt ein bisschen leid für ihn, aber... naja. Sir, Operation was successful. Muy bien. Wie der Franzose so sagt, ne? So, sie ist fertig. Hervorragend. Und er ist auch gleich fertig. Engineers. Achso, wir können noch ein paar Ärzte zuweisen, falls noch jemand... Nö. Nö, wir haben alles unter Kontrolle. Finde ich gut. Mal so ein bisschen entspannen zwischendurch. Finde ich gut. Das ist, glaube ich, so was, was das Spiel irgendwie versucht hinzukriegen. So ein Mix aus Anspannung und schwieriger Situation. Sir. Nurses reached the hospital. Und dann aber auch irgendwie Entspannungsphasen dazwischen. Warum ruhig noch ein bisschen schneller. Das gleiche ist ja wieder Action. Wir haben jetzt gleich ja die Schützengräben. Das werden wir nicht schnell genug hinkriegen, als dass jetzt hier die Kundschafter rechtzeitig das erforscht haben. Sir, new patient arrived. Naja, klar. Sir, operation was successful. Ah ja, das war ja klar. Okay, pass auf, wir nehmen die einfach der Reihe nach ran. Das ist völlig egal. Ich bereite meine Instrumente vor, Sir. Ja, machen Sie dies. Und da ist noch einer. Die Person, die sich darüber beschwert hat, dass Eva Lyle bei der Arbeit ständig über deren hohe Bedeutung geschwafelt hat, steht erneut vor deinem Schreibtisch. Ich bin mir nicht sicher, ob sie noch hätten ermutigen sollen. Jetzt wird uns auch noch ein schlechtes Gewissen gemacht, wenn wir Pausen machen, erzählt sie dir mit einem Seufzen. Naja, ich muss jetzt wieder zurück an die Arbeit, sonst darf ich mir wieder anhören, dass ich meine wichtige Arbeit vernachlässige. Okay. Hoffentlich ist das alles nur halb so wild. Sir, new patient arrived. Okay. Ja, klingt ja nicht so halb so wild, sondern schon ordentlich. Okay, passt. Patient is cured. Ja, wir machen mal Folgendes. Ich glaube, wir geben einfach nochmal eine Ressourcenorder raus. Wir haben 12 und ich habe so das Gefühl, wir sollten da nicht... was? Was ist denn das hier? Hä? Wie geht das denn jetzt hier? Was ist denn das hier? Ist das jetzt ein Bug? Ich will nicht so viel... Ich bitte nur ein. Hallo, Moment hier mal. Ich will nur eine Ressource ordern. Was ist denn das? Was ist denn da jetzt los? Okay. Was haben wir denn jetzt?
Traumamedizin-Kram wollen wir gar nicht, will ich gar nicht machen. Ach, wie ärgerlich. Was ist denn das jetzt? Das hier scheint alles ein bisschen buggy zu sein, tatsächlich. Oh, guck mal hier, Kundschafter. Da könnten wir noch ein Kundschafter-Team nehmen. Das ist ja nice. Aber den Ressourcen ist halt echt schwierig. Dann müssen wir mal Folgendes machen. Dann machen wir mal live und in Farbe hier. Nehmen wir mal einen neuen Platz. So, speichern. Jetzt zurück und jetzt laden wir diesen neuen Platz. Ja. Hoffen wir mal, dass das jetzt behoben ist, weil ich würde ganz gerne einfach ein bisschen Verbandsmaterial haben, damit wir das völlig ausreizen können. Engineers reached the construction site. Das freut mich. Ne, es ist immer noch, was ist denn das? Ich will einfach nur hier eine Menge von... Eieiei. Okay, ist das jetzt ein Game-Breaking-Bug hier? Das wäre natürlich richtig... richtig bedauerlich. Wie kriegen wir denn das jetzt hin? Das ist ja verrückt. Moment, hier haben wir noch eine Entscheidung zu fällen. Na gut, warten wir mal ab. Also, kann jetzt auch schlecht das Spiel ausmachen und neu starten. Aber vielleicht wäre das auch wichtig. Seltsam. Na gut, wir warten den Angriff mal ab. Gucken wir mal, was passiert. Wir haben jetzt gleich in 6 Stunden die Kundschafter. In 3 Tagen ist sowieso ein neues Kapitel angesagt. Das ist ja wirklich bedauerlich hier. Das können wir leider nicht ordern. Und das hier geht nur alles, aber ich habe keine 48 Düms. Also es ist vor allem ganz schwierig, wenn ich jetzt Alkohol bestelle. Ach ja, guck mal, bei Alkohol geht's. Hä, was ist denn das? Ich verstehe es nicht. Ist das ein Effekt vielleicht? Durch irgendeine Entscheidung, die ich getroffen habe? Wenn ja, dann tut mir das leid. Kann ich das bitte rückgängig machen? Oh je, was haben wir denn hier? Du Heiliger. Mann, Mann, Mann. Wo kommt hier denn plötzlich alle her? Okay, wir machen mal die ganzen Zweier hier dahinter. Machen wir das mal so, ja? So, haben wir das mal festgelegt. Ja, spannend. Also, eigentlich würde ich ganz gerne... Oh, wait, warte mal. Vielleicht habe ich hier irgendwas erforscht und es ist deswegen so. Das wäre natürlich echt... Nee, das wäre richtig... Nee. Technisches Depot, Unterkunft... Heilung. Gibt es irgendwas, was wir noch mitnehmen können? Ich glaube nicht, ne? Sanitäterteams. Ich gucke mir das auch 8-mal hintereinander an, ne? Ohne mir zu merken, was ist hier eigentlich... Was für 100 könnten wir... Ne, lassen wir mal. Komm. Wir müssen da irgendwann durch... Ja, wir werden mal für diese Folge damit leben, aber für die nächste Folge würde ich mir das mal angucken, wie das funktioniert. Dass wir das irgendwie... Sir, patient is cured. Aber das war ja gerade nicht hier mit dem Bahnhof so, ne? Sir. Wie gesagt, das ist hier irgendwie... Ja. Sir, patient is... Die Nurses haben ein Problem. Hier ist eine erschöpft. 6 Stunden, das ist nicht gerade wenig. Hier haben wir jetzt die Ingenieure, das ist ja interessant. Dann machen wir doch... Was ist denn mit denen los? Sind die auch alle fertig hier gerade, ja? Aha. So, guck mal. Ordentlich, oder? Jetzt geht hier richtig was ab.
Verbesserungen hatten wir sowieso keine mehr, die wir jetzt nutzen könnten. Ne, machen wir auch mal nicht. Wir bleiben mal, genau, wir bleiben mal schön bei unserem Programm. Was haben wir hier? Das Risiko geht runter oder wir sparen uns ein Material. Wir sparen uns ein Material. Hat natürlich keiner gehört. Engineers reach the engineering depot. Und jetzt gleich geht es mal wieder in Angriff. Ich könnte schwören, dass ich irgendwo auch Dosen gesehen habe. Sir, operation was successful. Sehr gut, Moral steigt, wobei die Moral einfach nicht steigen kann. Bei 99% sind wir. Was kann hier passieren? Okay, was haben wir denn da? Das Risiko geht runter, aber Henry Atkinson wird nicht mehr in den Dienst zurückkehren können. Wer ist denn das? Das ist einer von denen. Na ja, gut. Kürzere Genesung. Risiko sinkt, aber wir bräuchten einen mehr. Oder das Risiko steigt. Also mehr bezahlen will ich jetzt nicht. Höheres Risiko könnten wir eingehen. Ja. Sir, patient is cured. Amputieren. Also. Sir, new patient arrived. New patient arrived. So, was haben wir denn da? Nicht genügend Medizin. Nicht genügend Medizin. Die sind alle ausgeruht. Das finde ich irgendwie interessant. Er kann ja da schon mal loslegen. Ja, wir haben halt nicht genug Kram, ne? Erschöpft, dann hier bitte Ruhe. Einkehren lassen. Jetzt gleich geht's ab. Das wird schwierig. Operation was successful. Ich denke mal, die Uhrzeit kann man halt hier leider nicht so richtig sehen, ne? Wann der Kampf hier startet, aber ich denke mal, dass das Kundschafterteam wahrscheinlich bis dahin das nicht gebacken bekommen hat. So, ausgeruht. Der macht die Dinger hier. Benötigt weniger Ressourcen für die Herstellung von Medizinmaterial, aber hallo. Guck mal an. Moral steigt, Risiko, nee, Energieverlust sinkt. Uiuiui, und die alle gehen. Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Wo gehen die hin? Ne? Wir haben ja hier keinen neuen Kampf gerade. Aber vielleicht muss ich das auch gerade noch nicht entscheiden. Vielleicht gehen die auch alle in den Dienst zurück. Das ist so bedauerlich hier. Ich auch nicht irgendwie. Ja, der geht überall aufs Maximum. Crazy. Crazy, crazy. Ich lasse nur ganz kurz bei den Verbesserungen gucken. Ich möchte, dass die Verbandsmaterialproduktion besser wird, aber das können wir nicht, ne? Hier, das wäre die Apotheke. Hier könnten wir überlegen, Apotheke plus eine Produktionsstation und eine Produktionsstation oder... Naja, da müssen wir uns entscheiden, aber ich würde mal sagen, das ist völlig egal, da würde ich irgendeins von beiden nehmen. Ich glaube nicht, dass das einen großen Unterschied macht. Verbesserung technisches Depot. Das hier wäre interessant. Also, warte mal, das habe ich schon. Ne, das muss ich erst das hier machen. Verringert die Bauzeitverbesserung. Also das hier ist unser nächstes Ding hier. Produktion, technisches Depot 1. Nuschel. Knoten in Zunge. So spannend. Das muss jetzt jeden Moment hier losgehen. Und die sind auch noch nicht fertig. Ach komm. Sir, operation was successful. Das freut mich. Komm, jetzt. Der Fischer. Die Kundschafter und Harris Einheit erreichen den Fluss in der Nähe der Fischerhütte. Der überraschte Fischer versteckt seine Kisten schnell unter einer Plane. Er scheint etwas nervös zu sein, aber nach kurzer Verhandlung stimmt er zu.
die Einheit zur anderen Seite zu bringen. Aufgrund des hohen Risikos würde er sich allerdings über einen Anreiz, wie er es nennt, freuen, bevor er der Einheit seine Dienste anbietet. So, wir könnten das gewaltsam kommandieren. Das bedeutet ein größeres Risiko, dass sie keinerlei Hilfe für den des Fischers haben, um sich selbst eine Überfahrt kümmern müssen. Menschlich kann man das wohl nicht gerade nennen. Naja, wir bleiben schon auch menschlich. Dem Fischer einen Anreiz geben. 2 Alkohol und ein, was auch immer, ein Papierchen. Ja, einen anderen Weg nehmen. Nee, wir geben dem Fischer einen Anreiz. Oh, warte. Die Anspielung des Fischers machen Harris zornig. Und er gibt ihm unmissverständlich zu verstehen, dass er ihm keinen müden Penny geben wird, da er und seine Männer schon das 10-fache in Blut bezahlt haben. Der Kommandant der Kundschafter bittet Harris, ihm die Verhandlungen zu überlassen und die Männer ins Boot zu bringen. Danach kehrt er zum Fischer zurück. Da er schon vermutet, um welche Art Mensch es sich handelt, bietet der Kommandant ihm einige Flaschen Alkohol und einige Vorräte an. Dann lächelt er wissend, deutet auf Harris Männer und dann auf die Kisten im Lager. Er fragt den Fischer, ob er weiß, was das Gesetz in Bezug auf Schmuggler besagt, und fragt ihn dann, ob er es sich noch einmal überlegen möchte. Der Fischer überlegt einen Moment, zunächst wirkt er wütend, doch schon kurz darauf macht sich Resignation auf seinem Gesicht breit. Er stimmt dem Angebot des Kommandanten widerwillig zu. Okay, naja, solange wir Unterstützung haben. Also das haben wir doch gerade gut hingekriegt und trotzdem... Momentchen mal eben. Scheiß Artillerie. Warte, bevor wir das machen, machen wir das mal eben hier. Krass. Wir sind immer noch nach der Jagd hier unterwegs. Nachdem sie weit in Feindesgebiet eingedrungen ist, nähert sich Harris Einheit, angeführt vom Kundschafterteam, dem deutschen Artillerievorratslager. 26 Stunden, ja komm. So, die sind da jetzt, sagen wir mal Teamvorschau, die sind da jetzt drin, ne? Ja genau, alles klar. Das ist wirklich eine ganz schlechte Menüführung hier. Artillery fire! Oh oh. Incoming, der Hund da! Oh, das ist die Katze. Oh, die wissen gar nicht, was zuerst, ja? Okay. Jetzt haben wir einen Angriff. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken bei den Sanitäterteams. Die sind ja alle am Verbandsplatz in Action und ihn setzen wir jetzt noch mit hier rein. Krankenschwestern sind alle on point. Da geben wir nochmal eins ins Feldlazarett, um zu gucken, ob das hier dadurch schneller frei wird. Je mehr er frei, desto besser. Die Engineers machen, was sie machen, also arbeiten an Verbesserungen und der Kundschafter macht, was er auch macht. Okay. 9 Leute sind dann da, ja, zu erwarten. Das ist krass. Sir, Medics are on the way. Das ist krass. Reha-Team sind auch alle voll. Sir, patient is cured. Okay, Freunde, was machen wir? Wir setzen hier nochmal 2 rein, einfach weil wir es können. Machen wir mal 5 hier rein und machen wir die anderen hier rein. So. Nurses reached the rehab. 10 jetzt im Bahnhof, hätte ich schon gesagt. Also das ist wirklich crazy shit hier. Ja, das ist ja wirklich gemein. Ja, da werde ich gleich das Spiel einfach nochmal starten. Vielleicht lässt sich das darüber dann ein bisschen regulieren. Das ist sehr bedauerlich, das Ganze. Sir, patient is cured. Die hier oben... Haben die gerade gesagt, 13 Verwundete in Schützengräben? Patient is cured. So ein bisschen stelle ich mir da die Frage. So ein bisschen stelle ich mir die Frage, ob man vielleicht nicht so viele Leute einfach in den Schützengraben zurückbringt. Pass mal auf, das machen wir mal. Wir werden die mal hier rausnehmen. Weil je mehr Leute im Schützengraben sind, desto mehr wird ja auch getroffen. Ist doch klar, oder? Ich meine. Ist doch irgendwie auch nachvollziehbar. So, das ist jetzt der beste Moment, sich auszuruhen. Schwester. Okay, sie muss sich auch ausruhen, na klar. Ist ja für den Moment auch in Ordnung, die sind ja alle noch hier im Schützengraben beschäftigt.
Patient is cured. So, 6,5 Stunden bis zum nächsten Zug. Was haben wir hier? Längere Operationsdauer. Energielevel geht runter. 20 Minuten. Ja, warum denn nicht? Komm, weg damit. Die müssen sich ausruhen. Die sind jetzt alle on Action, on Fire. Die sind auch alle on Fire. Die müssen halt erst Fuck herstellen. Das hier ist halt wichtig, ne? Wobei... Ja. Machen wir mal. Ja, wobei ich müsste mir die nochmal angucken. Also... Personal, Ingenieure, irgendjemand arbeitet erblich effizient in Gesellschaft. Also Aaron Oak muss auf jeden Fall, ja, das ist sehr gut. Der verbraucht weniger Material. 23,8? Hier stimmt doch irgendwas nicht. Okay, wir machen mal Folgendes. Wir machen an der Stelle Schluss für heute. Ich werde mir das mal angucken. Irgendwas ist ja jetzt hier gerade aufgeploppt. Irgendwas ist ja hier jetzt anders als gerade noch. Das ist ja irgendwie komisch. Wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dann habe ich das geklärt. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut.